Eineinhalb Stunden später. Wir haben es geschafft. Ganz oben. Ich bin nicht schnell genau auf der Spitze. Ich versuche mich meins langsam zu drehen, ohne runterzufallen. Wuhu! Damit haben wir ein bisschen Eindruck bekommen. Ja, darum. Das haben wir noch nicht geschafft. Da ist noch ein bisschen höher. Aber da sind wir hergekommen. Von da unten. Da hinten ist das Meer. Sehr vorsichtig hier drehen. So, mal gucken, ob mein Kabel reicht. sandig. Es ist kühler als unten, oder? Ja, es ist kühler. Und windig und sehr schön. Jetzt wollen wir erstmal ein Picknick machen. Kommst du mit hoch? Auf der Suche nach einem schönen Motiv habe ich mich jetzt hier vor dem Stein platziert. Hier vor mir liegt ein großer roter Stein. So was anderes für den Vordergrund habe ich hier nicht so wirklich gefunden. Es ist ziemlich kahl. Weder Blumen noch irgendwas anderes. Irgendwo weiter unten habe ich einen Kaktus oder was das ist, irgendeine Art gesehen. Und möchte jetzt das hier fotografieren. Wir können leider nicht bis zum Sonntag bleiben, weil wir in der Dämmerung auf jeden Fall runter wollen. Es ist jetzt schon 15 Uhr und die Sonne geht so 16 Uhr und über den Bergen unter. Also werden wir uns ungefähr eine halbe Stunde aufmachen, wieder bergab. Wir haben nämlich ein bisschen Bedenken, dass es ein bisschen länger dauern wird. Ich werde jetzt die Kamera aus meinem Case auspacken und aufstellen. Fürs Fotografieren habe ich dann immer noch so ein kleines Stativ dabei, das hatte ich vorhin vergessen. Das ist wirklich klasse, es kommt schön tief, wenn man besonders Steine im Vordergrund haben will oder irgendwelchen kleinen Sachen. Mit dem Panorama im Hintergrund und die Sonne aus der genau entgegengesetzten Richtung hoffe ich, dass es ein schönes Bild wird. Und dann werde ich mir noch ein bisschen die Steine, die Aussicht genießen hier. Und ich bin wahnsinnig stolz, und dass wir das hier hochgeschafft haben und den Mut hatten. Jetzt heißt es erstmal fotografieren. So, Kamera habe ich aufgestellt. Schaut mal, da unten steht sie. Und habe schon mal ein Foto gemacht. Allerdings die Sonne so hell und die Berge dahinter so dunkel, weil der Schatten natürlich, also weil auf der Schattenseite der Berge sind, dass ich das nicht so richtig ausgeglichen kriege mit dem Verlaufsfilter, obwohl ich schon den ND16, glaube ich, habe, drauf habe, also den stärksten, den ich habe, bei habe zumindest. Deswegen werde ich jetzt an der Fuji, die hat hier oben, ich schalte mal gleich die Kamera um. Die Fuji, die hat hier unten so ein schönes Stellrad. Das stelle ich einfach auf BEK. Da seht ihr die Sonne und die dunklen Berge. BEK heißt, dass die Kamera drei Belichtungen macht oder drei Fotos macht in drei verschiedenen Helligkeitsstufen. Und ich das nachher dann zusammen in Photoshop oder in Lightroom zusammenrechnen lasse, damit ich den Höhen, also die Helligkeiten ausgeglichen kriege, damit die Struktur der Berge nicht verloren geht. Und dann kann es eigentlich losgehen. Was ich jetzt noch machen muss, ist meinen Zeitauslöser einstellen. Ich glaube, den habe ich schon noch drin. Und dann geht's los. Meine Kameraeinstellungen sind jetzt Blende 22, damit die Sonne zum Stern wird. Eine 1/15 Verschlusszeit und ISO 160, also der niedrigste ISO bei der Fuji-Kamera. Ich mache jetzt drei Belichtungsstufen. Stell das so ein, dass es so leicht unterbelichtet ist. Und werde jetzt
weiter fotografieren und schauen, ob die drei Bilder dann gut sind, vor allem ob das Dunkle, die Sonne gut ist und ob im Hellen der Vordergrund und die Berge, vor allem die dunklen Stellen, die ich jetzt hier im Bild habe, ob die da gut zu sehen sind. Und den Rest muss dann Photoshop machen. So, wir haben es geschafft. Ja, Mann. Von da oben, hier so runter. Das sieht jetzt vielleicht nicht so aus, aber da oben ist echt steil. Also ja. 45 Grad oder so hatten wir schon. Es ist ein bisschen kühler jetzt geworden. Der ganze Canyon ist im Schatten. Und dann werden wir sehen, da oben ist auch die letzte Sonne. Und wir haben noch ganze Füße. Oh ja, Hammer. Aber, ja, aber Schmerzen in den Muskeln. Ja, es gibt morgen garantiert einen Mega-Muskelkater. Den werden wir wohl dann beim Schnorcheln oder auf der Strandliege ertragen müssen. Vielleicht im Beduinencamp. Ach ja, im Beduinencamp. Und eine Runde Backgammon spielen. Und da kriegst du eine Klatsche. Ach, du willst verlieren. Auf jeden Fall war ein sehr schönes Picknick da oben. Oh ja, schön. Wir hatten uns natürlich eine Lunchbox eingepackt. Und was Leckeres zu trinken und was noch? Na, ein bisschen eine leckere Waffel. Ja, Waffeln. Die hatten wir allerdings schon unterwegs, wo wir das Brötchen gemacht haben. Psst.